Weiter geht es mit den Neuheiten von Collector fürs zweite Halbjahr 2020. Und zwar hier das einzige Fohlen in dieser Reihe, das Sugarbush Fohlen. Wir hatten ja Anfang des Jahres schon die Stute gehabt, die habe ich ja auch hier vorgestellt, verlinkt oben über die Infokarte, direkt wenn man jetzt hier oben schaut, sieht man es. Da kann man sich das Video dazu nochmal anschauen. Hier haben wir das Fohlen, die Stute war schwarz-weiß und das Fohlen ist dunkelbraun. Weiß. Wir hatten ja gesagt, dass das eine amerikanische Rasse ist, in dem Draft Horses, vornehmlich Belgier wohl, mit Eppies und so gekreuzt werden, um natürlich diese schöne Harlekin-Farbe zu bekommen. Sehr beliebt für alle möglichen Sachen, weil natürlich sehr auffallend, groß und wirken doch immer etwas beruhigend, so große Pferde. Hier haben wir dann ein kleines Hengstfohlen, wie man schon sieht. Schön braun schattiert. Die Farbe hält teilweise leider nicht ganz so gut, wie man das hier so sieht. Das sieht man hier auch an dem Schweif, was sie aber leicht ein bisschen mit Touch-ups machen lässt. Einen netten kleinen Stern oben auf der Stirn. Glänzende Nüstern. Schöne dunkle Augen. Auch glänzend. Die Ohren aufmerksam gespitzt. Läuft es neuen Abenteuern entgegen. Hier sieht man auch mal schön die Decke mit so ein paar Punkten drauf. Das Problem ist immer hier, wenn ich solche Masse mache, dass ich sehr schnell mal so kleine Unsauberkeiten reinbekomme. Das kennen wir aber von allen Herstellern, wird aber meistens leider nur bei Schleich geduldet. Hier wird sehr schnell gemeckert, wobei das natürlich ja unterschiedlich ist. Aber damit mit solchen Kleinigkeiten muss man halt leben. Sonst finde ich die Bemalung eigentlich doch recht gut. Hier sieht man, die Hufe sind dunkel, wir haben also keine Abzeichen an den Beinen. Hier hat man sogar die Hufe so ein bisschen gestreift oder so ein bisschen, ja, so einen verwaschenen Look gegeben, dass man sieht, dass die Hufe nicht ganz einfarbig sind. Kastanien hat man an dem Pferd nicht angemalt. Man fühlt auch keine, also es ist auch nicht gemacht worden. Schöner kleiner Fohlenschweif, der so ein bisschen ja, nach oben geht. Was ich immer so nett finde, was ich ja auch eine der Kritikpunkte bei Collector ist, ist für mich ja immer, dass der Schweif so ein bisschen bei einigen dann so einfach so runterhing. Was sie hier nicht gemacht haben. Mähne ist recht kurz auch, bisschen nach vorne, also alles im Wind oder hart am Wind. Hier sieht man zur Nase hingehend, das ist so ein leichter Grauverlauf. Also alles in allem recht passend. Jetzt ist das erste Fohlen von dieser Rasse, was es so gibt. Also auch in groß oder klein. Es gibt ja nur vom Breyer noch ein großes Pferd. Und zwar auch dieses Rennpferd, die Harley. Die verlinke ich mal so ganz zum Ende. Wenn jemand das interessiert, da haben wir auch schon ein Video drüber gemacht. Doch, haben wir. Ich glaube, ich habe schon ein Video drüber gemacht. Ich schaue mal nach. Wenn nicht, dann habe ich das schon gemacht, aber noch nicht hier veröffentlicht. Dann gibt es was anderes am Ende und ich entschuldige mich und werde das Video schnellstmöglich nachreichen. Ja, das war schon zu dem Kleinen. Damit wie immer einen wunderschönen Tag, erfolgreich, gesund und munter und happy collecting!